Jetzt mal ernsthaft, ihr habt es mittlerweile kapiert, warum das immer so lange dauert. Das hat nichts damit zu tun, dass der böse, böse Shinji immer so lange braucht. Das hat damit zu tun, dass er, dass ihr einfach so lange braucht, bis ich mal dran bin. Ja, deswegen habe ich einfach die Zeit gestoppt jetzt. Ja, aber nicht durchgehend leider. Du hättest wirklich mal das Link wirklich an den Rand pappen sollen. Wirklich was am Schluss da. Okay, und wer braucht am längsten? Ja, also bei der letzten Messung war es der Shinji. Ja, aber da war zwischen Chana und Shinji auch keine große Diskrepanz. Hallo, ich bin ja wohl der fixeste, den es gibt auf der Welt. Da wohl nicht. Ich bin der fixeste auf der Welt. Na, na, das ist jetzt so gut für dich. Fixer auf der Welt drauf. Ich bin der schnellste Man on Earth. Er ist der schnellste auf der Welt drauf. Schon wieder sowas. Weil denkt an die innere Erde, wo Hitler rumsitzt und so, ne? Ah, mit dem Maulwurstmensch. Ja, das ich auch. Ich dachte, wäre SpongeBob auch. Ja, und die Crab People. Ah. Crab People, Crab People, talk tastes like crab. Like crab. Look like tastes. People. Nee, tastes like taste crab. Crab, ja. Schmeckt wie Scheiße. Richtig. Ich habe viele FPS. Juhu. Drei? Reicht doch. Im Prinzip reicht ja einer. Ja. Im Prinzip. Gut, also, hat man keine Animation der Bautrupps mehr, aber dann sieht man wenigstens nicht, wie sie nicht arbeiten. Wieso, sie arbeiten noch die ganze Zeit? Sind alle da? Wir arbeiten nicht, wir hauen immer noch. Jawohl, dann mal los, würde ich sagen. Bis, ne? Jana. Okay. Tschüss. Bis später. Buddy left your channel. User left your channel. Buddy left your channel. User left your channel. Channel switch. Ich komme einfach mal zu dir. Und da kommt auch schon Schäder. Ja, hallo. Ja, hallo. Wie läuft's so? Bei mir ganz gut. Wir scheinen ja diesmal alle gut reingekommen zu sein. Du hast ja ein bisschen mehr Informationen, was deren Truppenstärke angeht, als ich sie habe. Naja. Ich habe auch nicht im Detail drauf geachtet. Der Großteil ist bereits bei mir an der Insel. Oh, Herr. Das ist einfach so, weil ich glaube, der Irokesenkrieger, der bei dir oben ist, beziehungsweise an der Insel, der ist da relativ einzeln, obwohl da irgendwo noch ein Siedler und ein weiterer Irokesenkrieger eventuell mit rumkreuscht, als Schutz für den Siedler. Die drei Irokesenkrieger bei mir unten. Das war, glaube ich, der Großteil dann von Shinjis Streitmacht. Okay. Die jetzt nicht zu unterschätzen ist, weil die Irokesenkrieger sind einfach heftig. Da habe ich nichts entgegenzusetzen im Nahkampf. Und bei OSLP, nee, nicht OSLP, sondern bei E-Gaming, haben wir ja den Streitwagen, der mir Sorgen macht, der mir Ärger macht. Mhm. Das Katapult ist nicht weit entfernt und der Rest der Truppen ist bei ihm entweder Trireme oder weit weg. Ach, das geht ja noch. Das ist ja lächerlich. Ja. Mal gucken, dass du halt jetzt irgendwie Truppen in deiner Stadt baust, dass du die rausrotzt, dass du da halt irgendwas machen kannst, weil sonst wird's halt eng, aber sonst wird das machbar sein, wenn man hört. Wer ist denn dran? Ich bin noch dran? Wieso bin ich dran? Ich bin nicht dran. Ich hab mir eben gesagt, ihr seid am Zug. Einheit wurde befördert. So, ich fand es ja auch ganz lustig, dass sich in der letzten Folge E-Gaming über eine Strategie lustig gemacht hat, seine Streitwagen dazu beschießen und anzugreifen. Ja klar, gut, meine Einheiten kommen da nicht gegen an, das weiß ich selbst. Ja, aber was willst du sonst machen? Ja, also stehen bleiben bringt nichts. Und ich habe sogar so dermaßen Glück eben gehabt. Eigentlich so laut Kampfvorhersage hätte ich den Kampf gegen den Streitwagenbogenschütz verlieren müssen mit meinem lausigen Krieger. Aber? Er hat mit verdammten 2 Trefferpunkten überlebt und das Ding in den Boden gestampft. Sehr gut. Aber wie gesagt, also die Vorhersage war, das verlierst du und er bleibt stehen. Also das ist das Schöne an dem ganzen System, dass du halt nicht zu 100% sagen kannst, ja, das wird so und so passieren. Die Wahrscheinlichkeiten sind da, ja, aber mehr auch nicht. So. Oh Gott, wie bewege ich meine Leute? Ich habe nicht viel. Ja, Einheiten habe ich auch nicht so viel. Ja. Aber nee, den setze ich in Wobei, wenn ich das so überlege, was die da anbringen, habe ich fast genauso viel. Also ich habe auf meiner Insel sitzen 3. Dann habe ich
da noch ein, das sind 4. Ja gut, Shinji hat 5 oder 6 oder so, aber das ist auch nicht viel mehr. Also was sie jetzt gegen uns aufbringen, vielleicht hat er zu Hause noch mehr stehen, aber das ist... Nee, die haben im Endeffekt fast alles mobilisiert. Wie gesagt, ich glaube, Shinji hatte noch irgendwas zur Verteidigung zur Sicherheit dagelassen, aber... Clever ist das auch nicht, ne? Sie haben im Endeffekt alles losgeschickt. Ich hoffe ja, dass so ein Barbar irgendwie denen in den Rücken fällt, das wäre witzig. Die Waffen habe ich jetzt im Moment nicht, auf sowas würde ich mich auch nicht verlassen. Nö, aber es wäre lustig. Ja, wäre definitiv lustig. Ich würde mich kaputt lachen, wenn da jetzt plötzlich so ein Barbar denen die Stadt abnimmt. So. Ja. Aber es geht ja nicht, wir haben ja eh nicht die Raging Barbarian Hordes an. Das wäre noch lustiger geworden. Nächstes Mal machen wir das auch. Stadt übernehmen geht auch nicht ohne Mods. Von den Barbaren. Ja, Mods an, ist mir egal. Da muss man gucken, welche Multiplayer tauglich sind. Da sind ja leider Gottes nicht alle. Ja, das ist richtig. Shinji ist dran. Ja, ich habe auch das UI ausgeschaltet bekommen. Habe es diesmal richtig gemacht, korrekt verschoben, den Unterordner. Das Problem bei dem UI-Mod war, glaube ich, hauptsächlich auch, also dass ja die ganzen Strings nicht funktioniert haben, dass ich irgendeinen Bug hatte, dass ich dann ein spezielles hatte. Und zwar speziell auf meine anderen Mods zugeschnitten. Die haben da diverse Sachen verändert, damit die ganzen gut miteinander harmonieren. Der normale hätte vermutlich auch oft mit deutscher Sprache funktioniert. Wahrscheinlich, ja. Also denen werden da die Mods gefehlt haben. Oh mein Gott. Oh, gut. So kann groß. Haben, ja? Nö, so großartig finde ich den jetzt auch nicht, dass ich den zwingend haben muss. Weil, wie gesagt, fast jede Information, du musst bloß wissen, wo du nachguckst und brauchst halt ein bisschen länger. Richtig. Wenn man dann zum Beispiel eine schöne Funktion, warum das Ganze leider nicht als normaler Mod funktioniert, ist eben diese Berechnung. Beziehungsweise der Tooltip, wenn du über ein Geländefeld gehst, dann siehst du ja rechts im Tooltip, was kriegst du da für einen Bonus, beziehungsweise was dann aufpoppt am Mauszeiger. Ja, ja. Und was das UI macht, ist dann im Endeffekt, das geht bloß als DLC, weil da bestimmte Sachen hardcoded sind oder sowas. Okay. Das liest dann alle Möglichkeiten aus, die du mit Technologien und Gebäuden und Verbesserungen dann haben kannst und listet hier dann alle Verbesserungen auf, um dir zu zeigen, okay, wenn du da jetzt eine Farm hinbaust, dann kriegst du halt so und so viel auf diesem speziellen Geländefeld, weil da ist Wasser und so weiter und so fort. Und wenn du diese Technologie hast, dann kriegst du noch diesen Bonus oben drauf. Gut, wer das zwingend braucht, das nehme ich normalerweise nicht zur Entscheidungsfindung, weil die Technologien erforsche ich eh alle. Ja, das ist richtig. Und ich habe so meine Bauweisen. Alter, Shinji braucht schon wieder eine Stunde, ey. Ach, Shinji. Ja, die sprechen sich auch ganz gezielt ab, welche Einheit steht wo und ähnliches. Also, ja, das macht ja auch Sinn, das machen wir ja auch. Ja. Nee, und wie gesagt, ich habe meine speziellen Bauweisen. Also auf Hügel, wo kein Wald drauf ist, kommt zum Beispiel immer eine Mine. Mhm. An Geländefelder, wo Frischwasser ist, also eine Oase, ein See oder ein Fluss, kommt üblicherweise immer eine Farm. Oh, Shinji ist fertig. Ich bin dran gleich. Ja. Das Spiel gerafft hat. Oh, ich frag mich ja, wie ich den gezogen habe. Also mein kleiner Bogenschütze, der ist sicherlich hinüber. Der da bei meinem in der Nähe steht, der hat nicht viel abgekriegt. Ich habe ja gedacht, dass Shinji mit dem Ding hinterherkommt, aber hat er wohl nicht. Wieso bin ich immer noch nicht dran und warum kann ich nichts machen und warum ist das alles kaputt? Keine Ahnung. Cool. La 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 la. Nö. Also irgendwie ist aber nicht ganz richtig. Also zwei Runden noch, bis meine Stadtmauer fertig ist. Keine Ahnung, was ich danach alles gebaut habe, in Auftrag gegeben habe. Bist du dann sehen, wenn du wieder dran bist. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwelche Einheiten mit reingesetzt in die Queue und ähnliches. Also laut meiner Übersicht bist bloß noch du dran. Ne? Ja, laut meiner Übersicht auch, aber. Rechts, du wirst bei uns generell weiß angezeigt. Dann wirst du als Ziel der Spiele angezeigt. Ja, aber ich kann nichts machen. Cool. Cooler Schild.
Ja, normalerweise müsstest du doch eher als erster dran sein. Normalerweise müsste ich schon durch sein. Ja, ja, ruhig bleiben erstmal. Er sagt bei mir, warten bis alle Spieler ihre Runde beendet haben und Jana, Brother und Shinji. Warte mal noch kurz. Drück mal Escape, ah ja. Hab ich schon. Ja gut, zum Glück steht da nicht Alt F4 vor. Ja, jetzt kommt es wieder Alt F4. Also ich habe ja momentan so ein bisschen die Sorgen, dass die mich in dieser Session eventuell trotz allem rauskegeln könnten. Kann passieren, ja. Wie gesagt, der Irokesenkrieger, der ist recht heftig. Kann gehe ich mit, ist mit OS ein. Da kriege ich nichts. Ah, das Problem ist, du wirst definitiv das nächste Ziel sein. Ja, das ist mir klar. Ja. Aber ich fand es auch interessant, also es war in der Folge 22, also die Folge, die heute gelaufen ist, von E-Gaming und Shinji. E-Gaming hat auch zugegeben, dass sie aller Voraussicht ein bisschen überreagiert haben, mit von wegen, oh, die beiden sind in ein Bündnis eingegangen, jetzt werden sie uns platt machen. Ja, sicher. Ja. Na, weiß ich nicht. So. Puh, weiß nicht. Scheint nichts zu helfen. Sonst. Dann nochmal. Ich mache nochmal die Aufnahme aus. Speichern. Ja. Und ich. Dann, vielleicht kam man damit nicht klar, dass ich irgendwie hätte dran. Oh, ach so. Okay. Er hat mir auch gerade gesagt, mein Windows Firewall blockt das. Ah, ja. Interessant. Vielleicht könnte es daran gelegen haben. Ich weiß es nicht. Buddy, kann ich die Leute nicht einladen? Pizza pronto. User joined your channel. Prosciutto, prosciutto. Es ja. Lebe die Firewall. Hatte ich heute über Mittag. Wie, du hast Firewall zu Mittag? Nein, Pizza prosciutto. Ja, prosciutto. Jetzt kann ich einladen, okay. Cosciutto. Weißt du eigentlich, wie teuer 10 Minuten Informationen sind? Ja, ich nehme dann weiter auf. Ich auch. Aber weiter aufnehmen. Ich meine, ein bisschen was ist ja passiert, so ist nicht. Meine Einleitung ja, war perfekt. Was ist, wenn wir die Runde nochmal spielen müssen? Ich stell sie wieder her. Nee, ich hab's ja gerade gespeichert. Der wie viel ist nochmal, bevor wir raus sind. Das sind hier die beiden, ich hab's schon da gehabt. Gut. Wir müssen also ein bisschen zusammenschneiden. Ja, schneiden muss ich schon wieder raus. Das ist kein Problem bei mir. Schneiden müssen wir eh alle. Oder? Also Aufnahme, das war jetzt, welche war das jetzt? OSLP-Verbindung gescheitert. Juhu! Yay! Yeah. Folge 23-1. Nein, ich bin schon drin. Ich habe noch irgendwie die Einladung gar nicht richtig. Ah doch. Also nochmal. Hier, noch eine. Da. Noch eine. Ach, geil. Ja, klick. Aber jetzt klick nicht auf alle. Hab ich schon. Nein. Lad, peitsch, mich, peitsch, ein, peitsch. Jana, können wir den austauschen? Nee, ist zu spät, ne? Ja. Was den Jana austauschen, das ist schwierig, der Hoster. Aber das fand ich früher ja immer so sexy bei diesen Werbungen. Gay sein lohnt sich wieder. Wann hat sich das jemals gelohnt? Und dann kommt als nächstes eine Werbung mit so einem 250 Kilometer. Ah, jetzt deswegen. die guten alten Zeiten, als noch erst seit Samstagnacht lief. Das hat mal einer getestet, hier Holger Kreimeier hat das mal gemacht, der hat diese Sex-Hotlines getestet und der hat festgestellt, es ist scheißegal, bei welcher Nummer du unten rufst, du landest eh immer beim selben Verteiler. Achso, ich dachte beim selben. Immer bei derselben Frau. Immer dieselben Frauen, weil da läuft dann so ein Band durch, wo du dir eine aussuchen kannst quasi, wo die so vorher aufgenommen haben, hi, ich bin die Susi und ne, und das ist denen scheißegal. Das ist wirklich, sind immer dieselben Weiber. Es ist völlig wurscht. Es ist völlig bescheuert. Such dir eine Frau aus. Nee, so ungefähr. Wähle 1 für Laura.
Wähle 2 für Nadine. Wähle 3 für Hildegard. Sie haben Hildegard gewählt. Nein! Warten auf Spieler. Ich nicht. Auch warten auf Spieler? Bei mir blinkt OSLP. Ich hätte drin. Gesagt, bei mir blinkt und Bismarck Kitty. Und Kitty. Das ist nicht OSLP. Blinkt. Kitty bei mir ist es OS. OS blinken bei mir, der Rest leuchtet weiß, außer Bismarck. Aber Bismarck ist eh eine Pussy. Ist jemand dran von euch? Nein. Also ich habe meine Runde gerade beendet. Warten auf Spieler. Okay. Sollen wir einfach aufnehmen und raus hier? Ja, wartet mal kurz. Okay. Erst muss, wenn wieder einer dran ist, dann können wir es machen, weil sonst bringt's ja nichts. Achso, soll ich jetzt auf nächste Runde klicken oder was? Ach, du bist dran! Was war denn? Jackpot! Ja, dann ist gut, dann können wir weitermachen. Alles klar, ciao. Buddy left your channel. You were moved. So schnell kann ich nicht klicken. Ja, ich bin besser. Klingt. Ja, ich muss ja mal die Fenster wechseln. So, mal gucken, ob das jetzt wieder funktioniert hier alles. Ja. Wenn wir dann sehen, jetzt ist Kitty wohl dran. Warum auch immer. Ja, weil ich ja schon dran war, natürlich. Ja. Und ich sehe auch bereits den ersten Effekt. Also sie haben, ich vermute mal, mit dem Katapult wurde mein Krieger ausgeschaltet und mit einem der Irokesenkrieger mein Bogenschütze. Oh. Das war eigentlich sowas von klar. Ist aber trotzdem nicht schön. Ja, ich hab's erwartet. Ist aber trotzdem nicht schön. Hm? Will man eigentlich nicht haben, ne? Nö, aber mein Gott, uns wurde der Krieg erklärt, also machen wir Krieg. Ja, sehr. So, jetzt hoffen, dass das diesmal funktioniert mit der nächsten Runde, dass das alles funktioniert und so. Wir werden es erleben, befürchte ich. Ja, weil jetzt sind wir noch nicht gekommen. Nee. Aber das kommen wir eh nie. 3 Runden. Ey. Ja. Da. Oh, machen wir noch mal ein bisschen Kamerafahrt hier so Richtung Griechenland, Athen. Noch ist Addis Abeba äthiopisch. Das Problem ist natürlich, wenn sie die Stadt abnehmen, haben die gleich eine ziemlich starke Stadt da, ne? Jein. Gucken, ob du noch irgendwie die Möglichkeit hast, einen Siedler zu bauen und den daraus zu kriegen. Oder, ja, schon, aber es sind 7 Runden, die verloren gehen. Zur Produktion von allem Möglichen. Ja, das ist schlecht. Das ist halt das Problem, dass du nur eine City hast, ne? Ja. Also ich bin nicht dran, bei mir steht warten. Ja, ja. Die 4 sind auch durch. Jetzt sind die beiden, die quasi gleichzeitig spielen müssen. Wahrscheinlich Kitty noch. Die hat ja gerade gesagt. Huch. Oh. Auch nett. Auch nicht. Okay, schön. Läuft. Aber wie du? Nam. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Den Fehler hatten wir auch noch nicht. Das ist mal was ganz anderes. Ja. Vielleicht fange ich an zu weinen. Nicht weinen, ganz ruhig bleiben. Ja, aber es geht nicht. Mann. Warum geht das nicht? Tralalala. Ich mach das jetzt einfach mal. Okay. Next. Try. Fallen ein Schaf, eine Trommel und eine Schlange den Berg runter. Wer trommelt am lautesten? Spieldaten werden konfiguriert. Bitte warten. Oh, jetzt wird mir angezeigt, dass du raus bist. Und auch die anderen. Der hat aber jetzt eine ganze Weile gebraucht. Ja, das dauert ein bisschen. Laden. Einladen. So, einladen. Wo ist das Chatfenster? Da. Warten, bis alle bereit sind und hoffen, dass es vielleicht diesmal geht.
Mag es, wenn Technik nicht funktioniert. Licht. Das lasse ich jetzt mal drin, damit ihr auch mal seht, was hier so abgeht. So, meine Aussage getroffen, auch wenn jetzt nicht alle lesen können. Das ist richtig. Diese totale Bugfrage. Ist schon ein Träumchen. Nächstes Spiel wird Terraria, da weiß ich, dass es nicht so ist. Die ist noch nicht da. Ah, da ist sie. Bei mir ist sie noch nicht angezeigt als drin. Nur als verbunden. Nee, die auch nicht. Nee? Okay. Das gut, bin ich aber gewohnt, dass die so ein bisschen brauchen, bis sie angezeigt werden immer. Jetzt ist er auch wieder rausgeflogen. Cool. Ja, super. Falls ihr euch fragt, warum ich so zur Seite trinke und dann immer wieder dieses Logo reinhalte, ist es nicht, weil ich bezahlt werde, weil ich sonst mein Mikro ramme. Ich kann es gerne noch vorführen, Plönk. Seht ihr? Deswegen lasse ich das hier. Ja, da habe ich den Aufbau bei mir ein bisschen besser. Das Mikrofon ist bei mir links und die Getränke stehen rechts. Ja, das ist bei mir auch so. Aber also das Mikro hängt ja über mir. Ja, So ein Bommel auch. Ja, das kriege ich bei meinem nicht hin. Also ich könnte zwar noch ein bisschen höher, aber das wird dann sehr instabil. Ja, dann musst du so einen Ständer holen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt sehr, der hochwertigste Ständer. Der muss dir einen neuen holen. Momentan nicht notwendig. Ach. Weil in sich funktioniert ja alles und das Mikrofon ist hoch genug. Ja, ich sag's ja. Auf dem Kanal Sofavlogs gibt's da auch eine Kaufempfehlung. Ich habe eine Kaufempfehlung vom Kollegen gehabt, der auch Radio macht. Ja, siehst du mal, was du davon hast. Sagen wir es so, für die Leistung, die es bringt, ein günstiges Gesamtpaket. Wo man nicht meckern kann. Ja, wie gesagt, so der Dreifuß vom Ständer könnte vielleicht etwas optimaler ausgerichtet sein. Das geht, also wenn ich das machen könnte und nicht mit dem Platz, den ich hier habe, da etwas eingeschränkt wäre, dann sehe das unter Garantie anders aus. Fallen zwei Snares und ein Becken in einen Graben. Warte mal. Ja, müssen wir jetzt vielleicht noch kapieren. Verstehst du den? Nicht so wirklich. Naja, die machen dann das Geräusch. Verdammt. Snares sind so Trommeln von so einer. Und Becken ist auch so ein Teil. Gut, das Becken, das konnte ich jetzt im Sinne von Musik noch einigermaßen zuordnen. Also zumindest in der Hoffnung, das war ja eher so geraten. Barockoli Obama. Tanze die Eige. Jetzt wird mir auch Kitty als verbunden angezeigt. Ja. Nachfolgende Sendungen verzögern sich um etwa 17 Stunden. Ja, wenn sonst nichts ist. Ja, ich meine. Ist die Frage, nämlich, dass das ein gutes Zeichen ist, dass es so lange bei ihr dauert, oder ist schlecht? Weil sonst ging das eben immer alles so schnell und das war irgendwie komisch. Weil normal dauert das immer ewig. Und jetzt dauert das länger und vielleicht geht's jetzt. Oder es funktioniert gar nicht mehr. Es kann auch sein. Nicht, dass wir das irgendwann schon mal gehabt hätten, dass es nicht geht. Nein. Gar nicht. So, ich habe 2K trotz allem eben noch mal ein bisschen Geld in den Rachen geschmissen. Was hast du denn gekauft?
2K Editors Choice Strategy Bundle für iOS. Mhm. Okay, XCOM Enemy Within Finn hatte ich jetzt schon. Aber Civilization Revolution 2 für 10 Euro normalerweise. Und Sid Meier Starships für 15 Euro. Und das Gesamtbundle war für 20 Euro. Oh, also ein paar Euro gespart. Ja, ist richtig. Er hat mich aber ganz brav darauf hingewiesen, du hast schon einen Teil des Bundles. Ja. Also, habt ihr nochmal die Preise verglichen? Warte mal, komm, du sparst ein paar Euro. Komm, nimmst du mit. Civ Revolution wolltest du schon mal spielen und Starships ist dann für zwischendurch auch mal ganz gut. So, Anlauf Nummer 3. Mein Aufnahmeprogramm läuft noch immer. OS ist dran, okay. Gucken mal. Also vorhin wurde mir auch keiner angezeigt, dass der irgendwie Runde beendet hat. Nee, das wird dir auch nicht angezeigt, dass jemand die Runde beendet. Doch, doch. Die werden mit der Zeit rechts grau in der Übersicht. Ja, stimmt. Aber wir sind alle hell. Jo. Also unbekannter Spieler ist Bismarck. Ja, der ist grau. Das ist richtig. Der hat schon beendet. Interessant. Okay, die ist vermutlich auch schon fertig. Das ist auch fertig. Passiert aber nichts. Bismarck ist kacke. Er will es nicht. Was macht deine Firewall? Gar nichts. Ich habe keine Meldung und nichts. Gar nichts. Nein, nein. Alles so, wie es soll. War auch vorhin, als ich auf LAN geklickt habe. Also, sonst würde er ja eigentlich auch gar nicht ins Spiel reinkommen. Ich fürchte, wir müssen den Zug wiederholen. Das so, kann natürlich sein. Aus, ja. Ja, älterer Spielstand. Ja, habe ich gesehen. Ich bin ja nicht doof. Ich weiß noch nicht, welchen ich da nehmen kann. So viele habe ich da gar nicht. Warte mal, OSLP und Kitty sind jetzt bei mir in der rechten Übersicht zumindest grau. Ja, jetzt, weil ich rausgegangen bin. Ach so. Jetzt ist Alexander auch da. Ja, bin ich aber rausgegangen. Ja. Ich hab genau einen Spielstand vor 5 Runden. Das bringt gar nichts. Vielleicht kann ich den hier nehmen. Mal gucken. Also nach Möglichkeit dann natürlich keinen wesentlich älteren nehmen. Nee, 202 habe ich jetzt. Ist automatisches Safe Game. Ich lasse es an. Krieg hier alles zu sehen, nur hier exklusiv. Jetzt Hotdog. Ich will auch einen Hotdog. Moment, aha. Auch noch essen heute. Ja, ich will auch noch essen. It's a hot cat. Die Gaming macht Moment, wieso Moment? Also bereit drücken. Dann musst du aktiviert, ja. Wobei die bloß clientseitig sind, in dem Fall dann, und die funktionieren und die würden sich da nicht auswirken. Sonst kann man sie gar nicht erst laden. Ja, ja. Gibt genug Mods, wo dann wirklich auch Beistütze sind für Multiplayer geeignet. Ja. Die sind dann, ja. Die müssen dann, glaube ich, auch vom Host geladen werden und. Ja. Ja, gut, was würde das ändern?
Gewicht. Nicht wirklich viel. Ja. Im Prinzip. Okay, er hat gedrückt. Alles klar. Nehme ich als ein, ich bin da und bereit, Signal. Und hoffentlich stürzt jetzt alles ab und es geht alles. Ihre Safe Games wurden komplett gelöscht. Ich ja, das hieße dann komplett neu anfangen. Das würden wir dann aber nicht tun. Was sind das für unschöne Geräusche? Ich höre nichts. Erst bin mir noch am Lana. Ich habe schon irgendwelche Geräusche gehört von irgendwelchen Ereignissen oder so. Bei mir ist er noch in keine Rückmeldung, aber jetzt lädt er. Boah. So. Jetzt können wir. Okay. Ja, ist halt eine Runde vorher, das heißt, uns fehlt jetzt eine Runde. Ja. Zwei Runden halt. Ja, dann kannst du ja noch mal versuchen, das umzudrehen, das Blatt. das möchte ich bezweifeln. Du kannst es versuchen. Ja, ihr habt ja gesehen, was passiert ist, ja. warum das so ist, wie es ist. Das ist tatsächlich bei Civilization echt so ein Kampf ein bisschen. Es wird hier auch eine überlange Folge. Wir machen jetzt noch ein bisschen. Ich schreibe das mal hier eben. Noch ein paar Minuten und dann sag ich Bescheid, wenn ich cutte. Damit wir alle wieder auf einem Stand sind. Okay. Ja. Ich habe da so ein paar Schnitte bei mir reingemacht. Die sind meistens bloß Aufnahmeprogramm aus, Aufnahmeprogramm an. Ja, ja. Mache ich ja auch. Und einfach das Ganze gesichert ist. Ja, ja, ist richtig. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde bei dieser Folge, aber. Ja. Noch 10 Minuten. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay. Mein Gott, wie auch immer sich das denn jetzt ausgeht bei jedem Einzelnen. Ja, ist mir auch egal so. Ich hab Krieg, ich hab andere Sorgen. Die Gaming ist dran, so wie es aussieht, ne? Ja, ich meine, was hat sich jetzt geändert? Ich gehe davon aus, E-Gaming wird das Katapult, falls es nicht eh schon da steht, wieder dort drin stehen, wo es zuletzt stand. Ja, richtig. Ne, und eine der Fragen wird sein, überlebt es mein... Oder überlebt das nicht. Ja. Und auch das ist ja nur eine Frage von einer Runde. Also das ändert nicht viel am Gesamtverlauf des Kampfes, das ist richtig. Ja. Die Handelsroute wird er auch wieder plündern, das ist ein... Ja. Auch normal. Ja, das ist ein No-Brainer. So. Jetzt sagt er mir, Handelsweg ist geplündert, ja. Der Bogenschütze ist fast hinüber. Ich glaube, die Strategie hat er eventuell jetzt geändert. So, und du bist mit Shinji im Krieg. Ja, das ist bekannt. So, bam, 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 das alles durchgeführt. Den dahin gezogen. Nochmal gucken, was wird denn alles Abeba hergestellt. Liste einblenden. Die Ostindien-Kompanie, ist die wirklich die... Naja, es ist alles irgendwie... Kann ich noch irgendeine Einheit kaufen? Ich glaube, dafür habe ich nicht genug. Na gut, den Speer könnte ich kaufen, das wäre es ja, dann aber auch. Aber nix. Ja.
Hast du zunehmendes oder abnehmendes Geld? Zunehmend, ich habe plus 8. Obwohl, ja, obwohl die Handelskarawane geplündert wurde. Ich werde dir jetzt mein verbliebenes Geld schicken gleich, also zumindest einen Teil davon. Vielleicht kannst du da noch was kaufen. Es sind nur 100, damit ich noch ein paar Reserven habe, dass ich nicht gleich pleite gehe. Aber ich glaube, ein Speerkämpfer ist nochmal drin, der wäre, ja, gut, der ist, glaube ich, aber zumindest stärker als der Krieger. Und vor allem Speerkämpfer gegen die berittenen Bogenschützen hier, die Karre da, wie heißt das? Ja. Streitwagen-Bogenschützer. Ja, ja, genau. Weil das ist berittene Einheit, glaube ich, zählt auch als berittene Einheit. Und dementsprechend wäre das von Vorteil im Kampf gegen das Ding. Ja. Ja, vor allem, ich glaube, wie gesagt, der Speerträger müsste ja stärker sein, weil ich habe ansonsten nur noch die normalen Krieger. Das ist meine einzige andere Einheitsoption dann. Ich weiß. Weil das Thema hatten wir ja auch in der letzten Aufnahmesession so gegen Ende. Ich habe kein Eisen. Ja, du hast auch keine Pferde. Doch, zwei von dir. Ja, die hast du ja nicht mehr. Noch habe ich so. Echt? Hm? Okay. Dachte, die sind schon weg, weil du ja die Handelskarawane uns geplündert wurde. Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Die Handelskarawane ist ja zwischen meiner Stadt und irgendeiner anderen Stadt. Ach, das ist okay. Das sind die Karawanen. Ja, Karawane ist ja, wir haben ja einen Handel, das ist noch was anderes, stimmt. Das ist richtig. Ja. Jetzt ist die Frau, ob Shinji seine Planung da eventuell so ein bisschen überdenkt. Wirklich. Aber gut, er muss die Krieger trotz allem erst einmal auf meine Insel bekommen. Das ist jetzt höchstens die Frage, an welcher Stelle. Ich bin jetzt auch gespannt, ob er diesmal mit dem Irokesenkrieger hinterher rennt, hinter meinem Oblief. Aber ich glaube, auch diesmal wird er das nicht machen. Ja, sehen, weil er weiß ja, er wird sich das Video angeguckt haben und wissen, dass er den Bogenschützer steht. Nicht zwingend. Das hat er in einer Facebook-Gruppe gesagt gehabt, er geht bloß so stichpunktartig durch. Ja, da kann man das leicht verpassen. Wir ihn angeguckt haben und wissen, dass der da steht, weil das war das Letzte, was wir gemacht haben in der letzten Runde und dementsprechend. Ja. Könnte ich den da eigentlich stehen lassen, diesmal? Gucken, ich überlege mir das gleich. Ich werde ja sehen, ob er jetzt seinen Vorrat oder nicht. Dann kannst du den Bogenschütze mal auf das Ding ins Plateau setzen, das hast du nämlich nicht gemacht diesmal, auf das auf die Seite. Auf das Seitending, genau. Und dafür ist er diesmal vollkommen geheilt, nicht wie vorher. Ja. Aber da ein Speer ist, ist das relativ egal. Also er Speer war. Ja. Er verliert ja seine Bewegung dadurch nicht, glücklicherweise. Nee, finde ich ganz gut, dass einige Bonussachen dann durchaus übernommen werden. Ja. So, Pretty. Press that button hard. So, je nachdem, welche Anzeige man jetzt glauben will, sind noch Shinji und Kitty oder nur Kitty? Bei mir sind es Shena und Shinji, aber das ist, wie gesagt, das ist ja immer so eine Sache. Die Anzeige ist nicht immer richtig, aber es passiert was und von daher erlebt gerade, glaube ich, die Barbaren und Deutschland. Wie hat sie geschrieben? Hat sie das denn geschrieben? Also, ja, sie hat geschrieben, ich bin grau. Ja, der lädt eine Runde von den beiden. Dauert immer ein bisschen. Hoffe ich zumindest. So, jetzt ist auch in der Punkteübersicht Shinji grau. Bei mir nicht. Aber das ist, wie gesagt, diese Anzeige kannst du eh in der Tonne kloppen. Von daher. Ja. Irgendwie ein Problem mit meiner Firewall oder sonst irgendwas. Und pack long und crash. Knie ist heute ein bisschen gereizt. Habe ich das Gefühl. Ja. Bestimmt allen den Krieg gleich. Na, das habe ich auch schon im Chat gemerkt gehabt. Also die Kommentare. Sie war so ein bisschen, klang wirklich so ein bisschen gereizt. Hat sich zumindest so gelesen. Kommt vor, ne?
Nachdem sie sich die Folge hier angesehen hat, wird sie dann wieder sagen, die Männer lästern schon wieder. Auch Männer dürfen das. Im Koffer 13. Auch wenn es nur eine Outtake-Folge ist. Ja. Aber dann wisst ihr wenigstens warum. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich schon wieder das Gefühl, er will nicht und macht auch nicht. Und Mann. Zuschauer sehen, wie wir leiden, richtig. Ja. Ja. Weil ich hätte ansonsten heute zum Beispiel Grasuk sehen können. Also so richtig live, richtig vor mir, in real, nicht nur auf dem Bildschirm. Das ist auch korrekt, ja. Naja, man kann nicht alles haben. Ja. Und Boot und Ziff dominiert uns, richtig. Wer so weitermacht, bis wir die Folgen ab 18 flaggen. Er macht echt nichts. Ich hab mal auf der Tastatur rumgehackt, vielleicht bringt's was, aber irgendwie nicht. Nee, er will nicht. Ich guck mir den Strand von Addis Abeba an. Nee, das bringt nichts. Das liegt am Spielstand. Auf die Tasten, das ist Hacken, hab ich grad schon. Ja, eine Minute. Weil dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Das bringt ja nichts. Und dann gucken wir, dass wir das gelöst kriegen. Ich glaube, dass uns das hoffentlich irgendwie gelingen wird. Ich werde alles versuchen, was mir einfällt. Ansonsten, ja, was ist das mit Civilization World? Yay! Ja komm, die Gewinner stehen doch fest. Ja, wir. Ich hab ja schon eine Aufnahme beendet. 85%, 90, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105. Die Installation war bei 150% fertig. Ich vermisse die Zeiten von Windows 95 und 98. Oh, das Rüberziehen dauert 17 Jahre, 3 Wochen. Nee. 3.987.713 ja, ja. Stunden. Richtig. Das war schön. Nehmen wir jetzt eigentlich gleich nochmal auf oder testen wir das? Nein, wir testen das jetzt nochmal. Wir testen jetzt erstmal. Wenn es nicht geht, brauchen wir ja nicht aufzunehmen. So sehe ich das. Ja. Ich habe nur gefragt, weil OSLP bei mir da unten in seinen Klagen. Achso. Der will nichts mehr mit uns zu tun haben. Bei mir ist schon Kitty nicht da. Ja, richtig. Ja, mich hat's auch schon alle raus, hat's mir gerade gesagt. Bei mir sind noch alle da. Interessant. Der menschliche Spieler ist beendet. Das ist genau das Problem, was wir beim letzten Mal auch hatten, dass er dann die Leute rauskickt und so. Jana ist weg. Ja, ja. Spieler ist weg. Das brauchst du gar nicht probieren. Das hatten wir schon mal gemacht und genau das war das Problem, was wir auch hatten. Und der hier ja schon, der Spielstand quasi schon korrupt war. Das heißt, das ist echt läppisch. Ja. Da fragt sich, an welcher Stelle er angefangen hat, korrupt zu sein.
Also das Schlimme ist, ich habe halt nur Autosaves und den letzten, den ich davor habe, ist irgendwo 189 oder so. Quasi die komplette letzte Session, kein Scheiß, komplette letzte Session habe ich keinen gemacht, ich nicht dran gedacht habe. Erst am Ende habe ich einen gemacht. Und also wir sind vorhin ja zurück zu Folge 202, ne? Ja, wunder.